Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. So, und jetzt machen wir auch die Arena, die wir schon hätten längst machen sollen. Mit unserem neuen Team-Pokémon, das wir im letzten Part gefangen haben. Absol! Erstmal müssen wir dieses Kecleon besiegen, das hier den Weg blockiert. Etwas unsichtbar ist, blockiert den Weg. Willst du das Demon Scope einsetzen? Ja. Ich setze das Demon Scope ein. Ein unsichtbares Pokémon ist sichtbar geworden. Das erschrockene Pokémon flieht. Na, schön. Die müssen ja uns nicht immer angreifen. Okay. Pokémon Arena von Baumhausen City. Leiterin Wipke. Die Vogelliebhaberin hebt ab zum Flug in die Welt. Okay. Schauen wir in die Arena rein. Oh mein Gott. Mir fällt gerade ein, dass wir mal wieder den Rätselmeister machen müssen. Denn beim Rätselmeister gibt es auch wieder so ein Rätsel. Nicht wundern, falls ihr gerade so ein Knacken hört. Ich hole gerade was. Ein bisschen was aus meinem. Haribo. Na, wie sieht's aus dem Weg zum Champ Kevin? Die Leiterin der Arena von Baumhausen City, Wipke, ist eine Meisterin der Flug-Pokémon. Sie war sie wartet hinten in der Arena auf dich. Hinter den Drehtüren. Sie wartet auf neue Herausforderer, denen sie die Flügel stürzen kann. Okay, dann viel Glück. So, schauen wir mal nach. Pokémon Arena von Baumhausen City? Ja, sonst nicht. Ich dachte, da steht noch dran. Der Rivale, die Maike, steht ab und zu mal dran. Moment. Es ist ja noch recht leicht, ne? So. Bewundere den eleganten Kampfstil der Vogel-Pokémon. Ich frage mich immer, ob man Stil oder Stil ausspricht. Stil oder Stil. Stil ist ja der Stil, ne? Von dem Apfel zum Beispiel, Apfelstil. Nur Stil ist ja der Style halt. Der Kampfstyle zum Beispiel. So, teste ich mal die Taktik von Absol. Erstmal Schwertanz. Und dann greife ich an mit Klingensturm. Wobei Klingensturm ist spezial, oder? Ne, es ist eine normale Attacke. Das heißt, sie ist physisch. Ja, mit hohen Schlag kann er uns nichts anhaben. Hoffe ich zumindest. Hallo? Ne. Boah. Das wäre jetzt was gewesen. Hab ich irgendwas zum Heilen? Ja, Hypertrank. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass der Vogelschlag so viel abzieht bei unserem Absol. Ich meine, das Dodo hat ja nur 3 Level mehr als wir. Und jetzt hat er gedacht, wir rufen es zurück. Weil er gerade Verfolgung eingesetzt hat. Haben wir aber nicht. So, Ruckzuckieb und Ende. Ja. Warum passiert immer mir sowas? Kann es nicht anderen passieren, statt mir? Ich sollte weniger Haribo werden mit einem Display essen. Und sonst kann ich weniger kommentieren, weil wenn ich was im Mund habe. Du bist stark. Ja, bin ich. Okay. So. Erstmal geht die Trainerin ausschalten. Wipke hat dich persönlich geschult. Du wirst kein leichtes Spiel haben. Doch. Okay, die hat auch wieder nur ein Pokémon. Ein Wablu. Sollte nicht allzu schwer sein. Ich meine, es ist nur ein Wablu. Und dann setzt Wablu irgendeine starke Attacke ein, die unser Absol One-Hit ist. Naja, ich setze jetzt einfach mal Klingensturm ein. Klingensturm ist normal. Ein normaler Angriff, nicht speziell. Und BÄM! Rasiermesser scharfe Klingen auf dieses Wablu geschossen. Und jetzt ist bis ein Step drauf, weil es eine Unlichtattacke ist. Ja. Wäre noch schön, wenn es zurückgeschreckt wäre, aber Absol, das überlebst du. Ablu wollte ich sagen. Ablu. Absol wurde absolviert. Wechsel zu Ninjatom. Ninjatom ist zwar schwach gegen Flugattacken, aber Wablu kommt bestimmt keine Flugattacke. Und wenn noch, dann fail ich jetzt, aber egal. So, tschüss. Ninjatom braucht Erfahrungspunkte. Ich wurde geschlagen. Ja, das würdest du, meine Liebste. So. Ich möchte das Pokémon Absol trainieren. In dieser Arena, wenn es geht. Deswegen gehe ich jetzt zurück ins Pokémon Center. Auch wenn es ein bisschen langweilig gerade ist. Aber naja, wir können leider nicht rennen, während wir hier auf den Häusern sind. Weil es ist gefährlich. Auf hohen Sachen rennen wie ein Verrückter.
Okay. Und zurück in die Arena. Hier kann ich wieder nicht rennen. So, es ist Telefon. Kann sein, dass ihr es gerade hört. Und wieder, ja, und rein ins Gemetzel. So, und dann so, und der Weg ist frei. Genau, so geht das Rätsel. Das ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es geht so, so, nach oben. Ah, doch nicht. Hier muss man es dann bereitlegen, damit man hier weiterkommen kann. Dann so und so, damit man hier weiter kann. Dann werden wir hier jetzt durchgehen. Genau so ist es richtig. Ich hatte es noch richtig in Erinnerung. Ich dachte, ich habe das über die 1,5 Jahre vergessen. Es gibt keinen Grund, dass Wiebke, unsere Arena-Leiterin, sich mit dir abgibt. Ich bin schon stark genug für dich. Und kennst du das Sprichwort, Übermut tut selten gut? Das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, ich weiß nicht wo. Ah, schon wieder ein Schwalbini. Was heißt hier schon wieder? Das ist das erste Schwalbini, was wir gegnern. Was rede ich denn da? Nein! Oh, zieht zum Glück nicht so viel ab. Okay, jetzt wissen wir, dass Schwalbini 65 AP hat. KP. So, noch einmal Schwerttanz und dann greife ich an mit Ruckzucki, wenn's geht. Oh, wisst ihr was, ich greife noch einmal an, das kann ja nicht schaden. Ruckzucki ist eh immer die Ersttrefferchance. So, Angriff von Absol steigt stark. Und jetzt Ruckzucki und down. So können wir jedes Pokémon jetzt one-hitten, was kommen wird. Das ist so die Taktik, die ich für Absol habe. Oh, Schwalbos kann ein bisschen schwieriger werden. Ich glaube kaum, dass Ruckzucki es schaffen wird. Einfach ich das Kiss mal. Na toll, der wäre eh schnell gewesen, selbst wenn wir Ruckzucki eingesetzt hätten. Okay, Voltenso ist da die einzige Option. Ich laufe jetzt dann nicht mehr zurück ins Pokémon Center, weil ich keinen Bock jetzt drauf habe, ehrlich gesagt. So, Donnerblitz. Das ist für meinen Absol. Spatzenhirn. Und tschüss. Level up für Voltenso. Wir werden hier unser Voltenso sehr gut trainieren können in dieser Arena. Wiebke, ich habe verloren. Ich weiß, du hast gewonnen. Ich tue nur so. Ah, noch einer, dann haben wir es auch schon. Das ist hier das schwierigste Rätsel, aber ich glaube, ich kann es lösen. So. Die Power vom Vogel-Pokémon streben danach, diese Arena beizutreten. Als Mitglied der Arena von Baumhausen City darf ich nicht verlieren. Tja, das wirst du aber. Drei Pokémon hatte, oh mein Gott. Ah, Wingull. I hate you. I'm wetting jetzt coming the Attacke Flügelschlag. Na, ah, Superschall. Natürlich. Wingull setzen immer Superschall ein, selbst wenn es gegen einen Ninjatom ist. Toll. Ich wette, Ninjatom hätte sich dann selbst verletzt. Das ist meine Pech. Aber jetzt selbst verletzt sich Voltenso. Warum ist der Superschall von Wingull immer so selbstverletzungsstark? Ich meine, immer wenn unser Pokémon von Superschall getroffen wird, verletzt es sich immer. Und ich wette jetzt genauso wieder. Okay. Dafür im nächsten Zug. So. Spatzenhirn vom Himmel geholt. Was kommt jetzt? Schwalboss, natürlich. Der Boss von den ganzen. Ah, wir holen den Boss mit dem Donnerblitz vom Himmel. Es sei denn, Voltenso selbst verletzt sich nicht. Emo. Meine Pokémon verletzen sich zu sehr. Sich selbst. Ich glaube, ich sollte mir eine gelbe Flöte holen, die Verwirrung heilt. Ich glaube, das werde ich machen. Weil es so oft passiert, dass unsere Pokémon sich selbst verletzen, das ist nicht mehr lustig. Natürlich. Natürlich geht die Verwirrung bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, in Zukunft werde ich das Pokémon wechseln, wenn es verwirrt ist, egal was abgeht. So. Sein letztes ist ein Pelipper. Ich wette, das kann auch Superschall. Ich wette, das ist schneller. Na doch nicht. Okay, ist vielfach stark. Blitz gegen Flug und Wasser. Pelipper ist ein Wasser-Pokémon. Halb. So, den hätten wir erledigt. Das war doch etwas zu schwer für mich zu tragen. Wie tragen? Dein Vögel tragen doch nichts. Egal. Ich verstehe die Logik hinter dem Satz nicht. Okay. Es
So und dann so. Ich werde aber zuerst ins Pokémon Center zurückgehen müssen, weil es die Arena-Leiterin ist. Sie ist etwas stärker als die gewöhnlichen Trainer hier. Okay, runter, zack, zack, zack. Und ja, hier ist direkt der Ausgang. Ganz bequem. So. Auf geht's nach oben. So, hier ab ins Porno-Center, ja. Die Stadt hat nur Baumhäuser und ein Porno-Center. Und heißt Baumhausen City. So, jetzt heißt es aber zurück in die Arena. Nein, was? Schneller! Warum kannst du nicht rennen? Ich erlaube es dir zu rennen. Oh. Na toll. Gott, ich hasse es. Vielleicht habt ihr gerade meinen Tastentippe gehört. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich stehe so ungünstig mit der Tastatur. So, ich hasse es. Ich hasse dieses Rätsel der Arena. Es ist so nervig. Nein, nicht so. Ich muss das da vorbereiten. Und zwar so, damit wir hier später durch können. Das heißt, das später ist nämlich jetzt. Und dann zack. Und verdammt. Ich hab's wieder falsch gemacht. So, das vorbereiten. Zack, zack. Und hier, bam. So, dann kommen diese Dinger hier weg. Das hier muss dorthin, das dahin. Dann so und ja. Also ich glaube, das ist leichter als das vorletzte. Also das, Scheiße, okay, ich nehm's zurück. Das hier muss auch wieder vorbereitet werden und zwar so. Toll. Toll, toll. I like it. I like it. Kupferkanada. Und ich kenne den Songname dieses Liedes nicht. Und ich werde nicht in den Kommentaren fragen, was für ein Lied das was für ein Songlied das ist. Ich bin Wilke, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich wurde das mit Hilfe meiner Vogel-Pokémon. Was? Also, ich wurde das mit Hilfe meiner Vogel-Pokémon und habe den Himmel berührt. Wie anstrengend der Kampf auch war. Wir haben ihn mit Grazie gewonnen. Grazie, keine Ahnung. Werde Zeuge des eleganten. Der eleganten Choreografie meiner Vogel-Pokémon. Oh Gott, so viele Fremdwörter. Können die kleinen Kinder dieses Spiel spielen gar nicht aussprechen. Wipke, so. Stutzen wir Wipke die Flügel. Mit Absol ist ein bisschen riskant. Schwabus kann sehr starke Attacken gegen Absol. Ich setz mal... Voltenzo mal ich mir noch aufsparen. Ich setz Welse ein. Welse kann sich immer erholen. Das ist für lange Kämpfe ganz gut gedacht. Nein, nicht diese Taktik. Alles bloß nicht diese Taktik. Doppelteam, 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 Angriff. Okay, meist schnell mit Voltenzo. Unser Voltenzo kann ja noch die Attacke Schockwelle. Selbst wenn er 6-mal Doppelteam einsetzt, können wir es immer noch angreifen. Okay, Voltenzo, Schockwelle. Natürlich ist es jetzt schon wieder schneller. Flug-Pokémon sind bekanntlich immer schneller und nervig, weil sie ständig Doppelteam einsetzen. So wie dieses Schwalbus hier, das ist das perfekte Beispiel für ein Vogel-Pokémon, wie es geskillt sein sollte. Scheiß Hypertrank, naja, immerhin setze den nicht mehr bei ihrem letzten Pokémon ein. Oh Gott, auf das letzte war ich gar nicht vorbereitet. Scheiße. Mir fällt erst ihr letztes Pokémon erst ein. Oh, scheiße, wir haben nichts gegen ihr letztes. Ihr letztes Pokémon ist Killer. K-E-L-L-A-H. Killer. Wenn wir schon vom Teufel reden, da ist es! Oh, und es kann Erdbeben, das weiß ich noch. Das habe ich in Erinnerung. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Erdbebenattacke. Nidoturm. Ich probiere es mit Nidoturm, vielleicht hat es nichts gegen Nidoturm. Ich meine, es muss mit einer Flugattacke angreifen. Und Drachentanz, ja. Kann unserem Nidoturm nicht schaden. Kann ja nicht schaden, ne? Okay, Toxin. Ich will dieses. Natürlich! Natürlich hat es eine Flugattacke gegen Nidoturm. Ich hasse dich, Altaria. Okay, was machen wir jetzt? Welsa. Wahrscheinlich können jedes ihrer Pokémon die Attacke Aeoras erdbeben. So schwer kann es doch nicht sein, dass gleich die Erde weht, oder? Blödes Altaria. Das zieht ja gar nichts ab. Hätte ich mit der Erholung mehr abgezogen. Natürlich kommt jetzt noch ein Erdbeben, deswegen setze ich jetzt auch Erholung ein. Mein Ziel ist es jetzt, dass er seine Erdbebenattacke verschwendet, quasi die AP, damit unser
Voltenso gefahrlos dem Altari entgegenstehen kann. Momentan hat er dreimal Erdbeben eingesetzt. Oh je, wenn Belser kurz vorm Down ist, setze ich einen Hypertrank ein und dann nochmal Erholung. Wir haben ja noch einen Hypertrank übrig, habe ich vorhin gesehen. So, hier ist Erdbeben Nummer 2. Ich hoffe, es ist kein Volltreffer. Ah, gut. Wenn ich das sage, dass es nicht sein soll, ist es meistens auch so. Schnacher, und im nächsten Zug wachst du auf. Er ist allerdings schneller als unser Belser, das heißt, ich muss einen Zug auf einen Hupertrank, ja. Vor allem Hupertrank, einen Hupertrank einsetzen. Natürlich kommt jetzt eine Schwächeattacke, natürlich. Die nächste Attacke ist jetzt Erdbeben, aber ich glaube, ja, sorry, ja, nein, doch. Doch, mache ich. Erholung. Hier ist Erdbeben Nummer 4, wenn ich mich nicht irre. Kann auch das 5. sein, ich habe es nicht so genau in Erinnerung. Und jetzt wacht unser Welser auf und setzt sofort wieder Erholung ein. Ich glaube, Schlafrede wäre für unser Welser glatt besser. Schlafrede funktioniert so, dass einfach eine zufällige Attacke ausgewählt wird. Auch Erholung, dann schläft unser Welser im Schlaf, kann man sagen. Wortwörtlich. Nein, jetzt erhöht er seinen Angriff und seine Geschwindigkeit. Das ist tödlich, wenn man es öfters einsetzt. Oh Mann, was machen wir jetzt? Altair ist ein Killer. Ich setze einfach immer Erholung ein, genau, das ist mein Ziel. Auch wenn es schneller ist, Erdbeben hat nur eine begrenzte AP-Anzahl. Gerade aus Fleiß setze ich jetzt nur noch Erholung ein, weil mich das aufregt, ständig die Statuswertung. Sie spielt voll auf Statuswerte. Ja, Statuswerte sind es genau. Oh, Statuswerte? Statuswendung? Statuswendung ist doch Schlaf und so, ne? Das ist scheiße, und warum habe ich jetzt Schnarch eingesetzt? Ah. Jetzt aber setz Drachentanz ein, du magst es so sehr, Drachentanz, und es wird unsere Welt nicht überleben. Scheiße. Das ist Statuswerte, ne? Statuswerte ist, ja. Spielt voll auf Statuswerte. Vorhin hat sie mit Doppelteam ihre Statuswerte erhöht. Und jetzt erhöht sie mit Drachentanz ihre Statuswerte. Und jetzt kommt eine Erdbebenattacke, das heißt, ich wechsle jetzt sofort zu Tropius. Taktik. Man kann die Attacken des Gegners schon voraussehen. Ich weiß, dass jetzt Erdbeben kommt, natürlich. So, und jetzt kommt wahrscheinlich eine Aeroas-Attacke, weil Flug gegen Pflanze sehr stark ist. Was haben wir gegen Aeroas? Voltenso kann Aeroas gut überstehen, weil Voltenso gegen Flugattacken nicht sehr effektiv da ist. Jawohl, Aeroas, ich hab's vorher gesagt. Scheiße, das war the fuck. Natürlich. Ich werde diesen Kampf werden wir verlieren. Ich hasse Altaria. Deine Mutter ist schwul. Deine Mutter ist in Wirklichkeit ein Mann und heißt Wipke. Ne, Quatsch, ja doch. Warum setzt sich Schaufel ein? Ah, ich habe gedacht, vertippt. Na gut, Erdbeben. Jetzt eher hingesetzt. Ja, diesen Kampf werden wir verlieren. Ach, wie schön, ich liebe es, wenn wir Kämpfe verlieren. Absol. Was soll unser Absol gegen diese scheiß Altaria tun? Das völlig überbalanciert ist. Immerhin möchte ich jetzt als erst angreifen. So. Das muss ja noch sein. Ja, tschüss, Absol. Scheiß Taktik hier. Ich hasse dich, Absol. Ich hasse dich, Altaria. Oh, ich würde jetzt viele gedärbere Ausdrücke sagen wollen, wenn das hier jetzt kein Let's Play wäre. Weil mich sowas aufregt. Ich spiele mir ständig auf Statuswerte. Weil sie meinen, das wäre die beste Taktik, was es ja auch ist. Und das regt mich irgendwie auf, keine Ahnung. Ich schicke mich irgendwie wegen jedem Scheiß irgendwie auf, wenn ich verliere. Und suche immer einen Grund zu finden, warum. Naja, okay. Jetzt kaufe ich mir Hypertränke und was weiß ich für einen Scheiß. Und merke mir, dass Ninjatom schwach gegen Aeroas. Dass Aeroas gegen. Es Gegner ist, wenn Altaria draußen ist. Also dass Altaria Aeroas einsetzt, wenn Ninjatom draußen ist, das wollte ich damit sagen. Mir fällt es zu schwer, mich auszudrücken. Merkwürdig. Naja, wir haben schon den ganzen Part mit dieser scheiß Arena. Seht ihr das? Wir haben schon 20 Minuten hinter uns. Das ist ungefähr dieselbe Spielzeit wie die Wüste, wo man damals die Wüste geschafft hat. In dieser Spielzeit hätten wir die Wüste schaffen können. Naja. Nein, jetzt spiele dieses Kackrätsel, ihr wollt mich doch verarschen. Mann. Ich glaube, ich mache dann ein Save State, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, die Arena nochmal durchzulaufen. So, dann hier, zack, zack.
Dann zack. Oh Mann, ist das lustig. Hurra, ich kann nicht mal rennen, weil es hier eine Arena ist. Weil es die Arena hier ist, ja. Zack, oh Mann, das ist total nervig. Dann wieder vorbereiten, bla bla bla. Das ist meine Lust, ist jetzt im Keller. Gott, ich hasse es. So, nie mehr wieder. Jetzt Save State und tschüss, Wipke. Moment. Speichern, Save State, so. Und los geht's. Ich hau dich um. Hier kommt wieder das Kackschwalboss. Warum setze ich Absol ein? Ich muss lernen, Voltenso immer an erste Stelle zu setzen, wenn man gegen eine Arena-Leiter kämpft, die Flug-Pokémon einsetzt. Tja. Natürlich, eine Statuswerte-Attacke. Erhöht den Statuswert im Bereich. Fluchtwert. Aber egal, Schockwelle trifft immer. Und tschüss, Kackschwalbos. Oh, sogar ein One-Hit-Kill. Geschieht dir recht. Das war der Zorn von Voltenso von vorhin. Natürlich kommt jetzt Altaria. Wie soll es auch anders sein? Ich sag's jetzt. Donnerwelle. Jetzt bist du paralysiert und für den Rest dieses Kampfes, selbst wenn man in Voltenso ist, down geht wegen deiner Kein Erdbeben? Kein Erdbeben. Ah, freu mich. Ich freu mich. Ja, jetzt bringt ihm die Initiative gar nichts mehr. Jetzt erhöht er quasi nur seinen Angriffswert. Egal, ich greife jetzt so lange mit Voltenso an, bis Voltaria jetzt Erdbeben einsetzt, was jetzt auch sein wird. Ah, okay, ich freue mich. So ist es schön. Streik ruhig ein bisschen. Aber jetzt kommt wahrscheinlich die Erdbeben, ne? Das kann ich jetzt sagen. Erdbeben. Was? Immer noch kein Erdbeben. Du spielst immer noch auf Statuswerte. Oh meine Güte. Also dümmer Wipke. So, das ist die Steuerung von dumm. Ne, liebe Kinder, die sowas in der Schule lernen. Dümmer Wipke. Falls euch die Lehrerin fragen sollte. Also gut, das ist die Steigerung von dumm. Dann melde ich euch und sagt dumm dümmer Wipke. Natürlich kommt jetzt Erdbeben, ich wusste es. Deswegen habe ich es auch gewechselt zu Junglut. Gerade Junglut habe ich genommen, weil Junglut schwach gegen Erdbeben ist, weil ich so schlau war. Oh Mann, ich hätte Tropius nehmen sollen. Welche Attacke kann ich nehme Welser. Mit Welser bin ich immer gut gelaunt. Quasi, Welser ist klar, also ich, wenn ich ein Pokémon wäre, wäre ich ein Welser. Na komm schon, jetzt kommt wahrscheinlich eine Top-Genesung, wie ich mein Glück kenne. Du bist immer noch langsamer. Du bist sogar noch langsamer als ein Welser. Natürlich, ich wusste es. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Wir haben keine Eisattacke, das ist das Problem. Ich habe keinen Bock, Welser jetzt Eisstrahl beizubringen. Weil ich die Attacke nie mehr verlernen möchte. Ich habe ein anderes Moveset für Welser geplant. Oh, nerv mich doch nicht. Nein, verdippt. Leck mich. Ich hasse dich, Kack-Altaria. Okay, jetzt haben wir noch nie Tom, Absol, Tropius und Voltenso. Ich nehme Voltenso auch, wenn Erdbeben kommt, ist mir egal. Mein Gefühl sagt mir, jetzt kommt wieder die Paralyse und rettet uns. So, Donnerblitz, jetzt Volltreffer, so fest du kannst, Voltenso, mit deiner ganzen Power. Ha, ich wusste es, dass jetzt die Paralyse uns retten wird. So, Donnerblitz. Und jetzt ein Volltreffer. Nein. Ich werde jetzt kommen wieder im Top, in Hypertrank. Und tschüss, ja, toll. Jetzt kommt wahrscheinlich noch mal ein Hypertrank, wie ich mein Glück kenne. Es kommt Absol mit dem Ruckzuckhieb. Das fährt sich Absol und Ruckzuckhieb. Tschüss, Kacktaria. Ah, jede Menge Erfahrungspunkte. Ach, wie schön. So. Pelipper. Sollte nicht zu schwer sein, haben wir einen Beleber vielleicht für unser. Nein, haben wir nicht. Wir haben unser Voltenso nicht mehr. Pelipper kann bestimmt Flügelschlag, wie ich mein Glück kenne, oder Aeoas. Das heißt, wir können ihn jetzt noch nicht einsetzen. Ja, gut, er passt eh. Gut, dass ich jetzt Schwertanz eingesetzt habe.
Jetzt muss er angreifen, weil sonst würde ich meinen Angriff noch weiter erhöhen und dann hätte er keine Chance mehr. Ja, er macht's aber nicht und glaubt, er könnte sich mit Schutzschild irgendwie retten, was unnötig ist. Ja, wenn ich meinen Angriff erhöhe. So, einmal geht noch. Soll es mit sein, der setzt nur das Schutzschild ein. Ich hatte schon befürchtet, dass er mich killt, bevor mein Schwertanz überhaupt voll aufgeladen ist. So. Und jetzt ruckzuckieb. Tschüss. Ja gut, Pilippo wird überleben, ja. Nein. Ich hasse dich. Ich wechsle jetzt nicht, weil mein Pokémon vollen Angriff hat. Das heißt aber auch, dass es sich selbst verletzen wird und dass der Selbstverletzungsschaden größer ist. Scheiße. Na toll, Absol hat sich selber getötet. Ist ja mal wieder geil. Ich wusste es irgendwie. Jetzt haben wir nur noch Tropius und Pilippo. Ey, Tropius und Ninjaton. Geil! So fliegen! Du langweilst mich mit deiner Taktik. Tja. In der Luft kannst du kein Pokémon angreifen. Außer mit Donner. Aber Donner kann kein Pilippo. So, damit fliege. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Fick dich ins Knie. Mit Superschall. Dem ganzen anderen Müll, was du hast. Ich kann nicht einmal meine Super-Dinger verwenden, meine Super-Tränke, weil... Ja, doch, kann ich. Ja, gut, dann schafft Tropius es sogar gegen Pelipper. Komm, du willst diesen Arena-Kampf wirklich auf 30 Minuten herauszögern? Willst du das? Ja, ich will. Gut, ihr seid jetzt Erzfeinde. Super Schal und Erzersalzverletzung nehme ich an. Ja, ich hasse euch alle. Alle Pokémon, die hier meine Pokémon verwirren, ich hasse euch alle. Alle von A bis Z. Nein, und jetzt wahrscheinlich ein Volltreffer. Oh Gott, ich hasse es. Stampfer! Nein! Nein! Ist, oh, gut. Oh, schön, immerhin etwas. Zurückschrecken. Oh. Naja, gut, immer habe ich es Hyperdrain gekauft, weil sonst hätten wir diesen Kampf klar verloren. Wieder. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse Wipke, Wipke ist schwul, Wipke ist schwul, Wipke ist schwul, Superschild, Superschild. Etwas, ich meine Schutzschild, nicht Superschild. Gott. Superschall. Jetzt aber ein Volltreffer. Nein. Nein. Boah. Oh Mann, da habe ich aber noch mal Glück gehabt, was? Treff, treff, treff. Ich werde hier schon bekloppt. Treff. Gut. So, und was ist ihr letztes? Wahrscheinlich ein Killer-Pokémon namens... Na, zeig mir schon ein letztes. Nein. Panzer-Aeron ist zu stark. Das ist kein Gegner für... Oh Gott. Oh Mann, wir werden verlieren. Wir werden verlieren. Wir werden verlieren, verlieren. Ach, wisst ihr was? Ich lasse den Safe stehen, ey. Ist mir scheißegal. Diesen Kampf verlieren wir. Ich habe keinen Bock drauf. So. Leckt mich. Ja, da habe ich dreimal verloren. Oder zweimal. Ja, ja. Macht euch ruhig darüber lustig. Ich bin ein Noob und so. Ja, ja, ist doch klar. Ja, dann bin ich halt ein Noob. Ist mir egal. So, ich mache die jetzt alle mit Speed. Ja, leck mich. Tschüss. So, hier ist wieder diese Schwanzlutscher namens... So, mach's gut. Du sollst sterben, habe ich gesagt. Nein! Hallo! Surfer! Nein, ich hab mich vertippt! Oh! Leck mich! Leck mich! Und Übertrank! Warum speed ich eigentlich? Zack! Ey, ich hab keinen Bock mehr langsam! Wirklich geht mir. Schnacher! Du bist doch so eine Schnachnase, oder? Ich kenne dich doch, Welsa! Nein! Ach, wisst ihr was? Jetzt habe ich echt keine Lust mehr. Ich bringe jetzt meinen Welser Eistrahl bei. So, ist mir scheißegal. Ohne Verluste Eistrahl. Ich wollte es nicht machen, aber ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese scheiß Arena. Na, ich wusste, Absol kann noch Eistrahl lernen. Ich habe es in dem Part gesagt, wo wir Eistrahl gefunden haben. So, Intensität. Ja, das ist meine Blumenattacke. Aber wenn unser Welser Erdbeben erlernt, werde ich die Attacke sofort wieder verlernen.
So, da ist zwar kein Step und zwar gar nichts drauf, aber ist mir jetzt auch egal. Ich will jetzt nur noch diese Webcam besiegen. Diese scheiß Webcam mit ihren scheiß Pokémon. Ihr hebt mich sowas von auf. So, jetzt leck mich Eisstrahl. Natürlich trifft Eisstrahl nicht. Ein Doppelteam und sie trifft nicht. Oh, ich habe die falsche Attacke gewählt. Ich bin ja so schlau. Natürlich, natürlich. Ich mach's gerade aus Fleiß. So, Schockwelle. Ist mir egal. So, ciao. Ciao, ja. Ciao. Ey, Alter, was geht? Ey, du bist voll alt, ey. Ich wechsle jetzt zu Nina Tom und das ist als Opfer. Das ist unser Opfer jetzt, unser Nina Tom. Wobei, jetzt kommt eh Erdbeben, wie ich mein Glück kenne. Jawohl. Und jetzt kommt Aeroas, das wird unser Nähe Tom killen. Ach scheiße, warum setze ich Toxin ein, wenn ich weiß, dass es paralysiert ist? Meine eigene Dummheit wird zum Gefängnis. Wahrscheinlich habe ich deswegen die letzten drei Male verloren. So, und jetzt kommt der Moment, den ich schon immer haben wollte. Leck mich, Altaria. Tschüss. Und mein Vater drückt die Musik gerade auf. Ich hasse es. Initiative von Faktaria steigt. Ich weiß, ich bin jetzt sehr vulgär, aber ist mir scheißegal jetzt gerade. Ich will nur noch diesen Arena-Leiter besiegen. Oder die Arena-Leiterin. Nee, Quatsch, ist ein E, habe ich ja gesagt, genau. So, was geht? Jetzt kommt wahrscheinlich ihr scheiß Pelipper. Da wechsle ich jetzt zu Voltenzo. Jetzt haben wir unser Voltenzo immer noch da. Boah, wie mich die Musik von meinem Vater jetzt aufregt. Ist unglaublich. Und der Schutzschild auch noch. Ich bin jetzt rasend vor Wut. Das hat man ja auch nicht so in einem Pokémon-Let's Play erlebt. Ich glaube, so wütend war ich noch nie in einem Pokémon-Let's Play, wie ich jetzt bin. Ja, diese Musik, die provoziert mich richtig. Und dieser Schutzschild ebenfalls. Ich will jetzt diesen Kampf einfach nur gewinnen. Tschüss. Tschüss. Oh, leck mich, deine Butter. Oh. Tschüss. Raus aus der Räder, ich kriege Asbest. So, okay, dann bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.